Tut auch mal wieder gut, über Sachen herzuziehen. Ja, ja, Sachen, die auch über die magische Muschel. Magische Muschel? Die magische Muschel, ja. Was liegt am Strand und hat einen Sprachfehler? Die magische Muschel? Eine Nuschel. Witzig. Mal, ey, ein Witz, wo kein Bezug zu primären oder sekundären Geschlechtsorganen eines Mannes und eines Frauen Bezug Wahnsinn. Ist. Emmy, einmal ein bisschen positiv auch sein. Ich habe so Kindergartenhumor angelernt ein bisschen. Hast du? Ja. Super. Spiel doch mal magische Muschel. Also, das funktioniert so, man macht die App auf und dann kann man eben eine Frage stellen und dann die Muschel antippen und die gibt dann eine Antwort. Also stell mir eine Frage, was mit deiner Zukunft oder was auch immer zu tun hat. Ist es, muss man was, also in welche, egal was? Egal was. Wir würden morgen das, nee, wie sind die Lottozahlen von nächsten Tag? Nerv mich nicht. Nerv mich nicht, sagt er. Warte mal, das Ding hört doch gar nicht zu, oder? Doch. Siehst stell du? Mir eine Ja-Nein-Frage, dann tippe mich an. Eine Ja-Nein-Frage. So, bist du eine Perle? Keineswegs. Ha! Frag noch was. Bist du keine Perle? Sei kein Frosch. Ist das sowas wie Münzwurf und für Leute, die dann nicht entscheiden können, was sie machen wollen und dann irgendwie so ein bisschen entscheidungsunfreudig sind und dann auf die Muschel drücken und dann sagen, es war aber die Muschel, die es mir so gesagt hat. Keine Ahnung. Werde ich irgendwann im Lotto gewinnen? Ist doch klar. Ist doch klar. Aber Mensch, ich hätte mal genauer fragen sollen, wie viel vor allen Dingen, ne? Weil 3 Euro habe ich ja schon mal gewonnen, aber ich will ja mehr. Ach so, Ja-Nein-Fragen. Oh, das ist aber, was für eine Ja-Nein. Ich weiß doch alles, Emmy. Es ist doch nicht so, dass ich da jetzt gleich was sagen, das ist sehr witzig. Gibt es Grünkohl auch in Gelb? Frag in einer Stunde. Dann ist der wahrscheinlich verrottet oder sowas. Kann man auch was anderes drücken hier, Emmy? Nein. Außer die Muschel? Nein. Kann ich die Muschel mehrfach drücken? Kann man immer auf Einstellungen gehen. Wow. Neutrale Antworten, negative Antworten. Du kannst negative Antworten, auf jeden Fall. Volle Kanne. Negative? Ja, sie. Ja, gibt's auch. Hab ich angeklickt. Ach so, hast du reingeschickt. Ah, die Bubble ist drin, okay. Soll ich dann nur negative Antworten? Nee, warte mal. Warte. Das ist Werbung entfernen, wiederherstellen. Wiederherstellen? Wozu macht man das denn? Weiß ich nicht. Falls man die Einstellung zu sehr verwurstelt hat, das sind ja immerhin 6 Haken, die man reinsetzen kann. Oh. Und falls man das dann wiederherstellen will, dann setzt man die Haken. Hast du gerade gemacht, oder was? Nein. Werde ich in 20 Jahren die Erbs Night noch moderieren? Unmöglich. Ja, dann. Ja, mir fällt keine Ja-Nein-Frage ein. Mir fällt aber definitiv ein, dass es die Nuschelmuschel war. Das ist die Nuschelmuschel, die man unbedingt braucht auf seinem iPhone bzw. auf deinem Smartphone. Magische Muschel in HD, kostenlos. Mit 40 Antworten.